Wo haben wir Features, die uns weiterhelfen können bei dem Part, unabhängig von den Meta-Tools, die es ja auch noch gibt, unsere Produktsuiten, auch VMware-seitig, wie VROPS, die sich dann damit beschäftigen, etwas größere oder Enterprise-Environments mit dabei. Der Third-Party-Markt ist auch nicht ganz untätig, aber im Endeffekt, wenn man genau schaut, die Werte entstehen natürlich auf Hypervisor-Ebene, auf dem Kernel mit Ebene. Und da haben wir auch das ES6 Top zur Verfügung seit vielen Jahren, Jahrzehnten. War in Anfängen ja eigentlich ein Engineering-Tool. Und da werden wir das dann irgendwann auch für Administratoren und End-User zur Verfügung gestellt, angelehnt als Top aus dem Linux. Ist ein gewöhnungsbedürftig oder für diejenigen gesagt, naja gut, Command Line, vielleicht nicht zwingend meine Baustelle, aber da kann man doch eine oder andere Sachen schon ganz gut mit interpretieren. Wenn man es dementsprechend dann grafisch aufbereiten möchte, ist das vCenter dementsprechend die richtige Anlaufstelle. Das werden wir uns dann auch mal dann hier mit anschauen, wo die wichtigsten Punkte da mit einzustellen sind, wo ich auch was mit finde. Und allgemein erstmal, welche Tools stehen überhaupt mit zur Verfügung? Zumindest das, was die Bordmittel mit sind. Und das ist im Wesentlichen das vCenter und das ES6 Top mit dabei. Dann auch die letzte Woche, zumindest die letzte Woche hier auch Training Band mit gejoint hatten. Wenn wir uns dann noch ein wenig über die neuen Trainings mit unterhalten. Da hat die Firma Fast sind ja auch eine nette Promotion noch laufen bis Ende des Monats. Gleich ein bisschen Werbung gemacht, dass man dann einen kleinen Discount bekommt auf Listenpreis, wenn das bis zu dem Zeitpunkt mit gebucht hat, wo es eh gerade ansteht oder ähnliches. Interesse da ist, Q4, da gehen die Zahlen ja hiermit auch wieder langsam hoch. Wie ich persönlich merke, das Interesse an der 7er-Version doch recht stark mitgegeben. In dem Zuge auch, Zertifizierung mit zu überlegen, die hat, wir haben ja einiges mit verändert in den letzten 1 bis 1,5 Jahren und auch erst vor 3 Wochen. Gibt es jetzt auch die neue Zertifizierung zur Version 7, die VCP-Prüfung. Aber der Status selber ist mir noch VCP DCV 2020. Da werde ich nachher ein bisschen was zu mit erzählen, was da die wichtigsten Punkte mit sind. Je nachdem, ob man schon ein Zertifikat hat und eventuell VCP DCV 2019 mit wäre, dann reicht es bedingt schon aus, an einer Schulung teilzunehmen, dass man rezertifiziert. Und kann da auch ein Häkchen hintersetzen, je nachdem, ob man es eventuell für den Partnerstatus braucht, ja oder nein an der Stelle. Aber wir haben einen kleinen Blick auf die Changes, zumindest was VMware ja gelauncht hat im April diesen Jahres. Und dann im Download zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, de facto haben wir jetzt knapp ein halbes Jahr die Version 7 vorgestellt bekommen und die 6 Teilbereiche, wer die erste Session sich hier Webinar mit angehört hatte, da bin ich ein bisschen näher mit drauf eingegangen. Und zum Thema Lifecycle Management und so weiter gab es ja letzte Woche noch eine Session mit dazu. Und offiziell sprechen wir von 150 Changes und das größte Major Release seit den letzten 10 Jahren mit an der Stelle. Und vor allem auch im Kubernetes-Bereich, der eventuell die letzten Tage, die VM World läuft ja auch noch als Konkurrenzveranstaltung mit dabei. Tag 2 sind ja auch ein, zwei Ankündigungen mitgemacht worden, auch mit den SmartNICs und so weiter und den neuen Cloud Foundation Version 4.1. Also auch da ist eine ganze Menge mit in Bewegung mit der gesamten Kubernetes-Thematik. Aber auch der klassische Bereich, wenn man nennen will, der uns ja dann primär auch mit betrifft, Thema Ressourcen, Performance, haben sie einige Changes mit gemacht. Und das ist der Punkt, dementsprechend dann hier auf der linken Seite. Der ist alt und bewährt, aber doch noch was gefunden, wo man ein wenig optimieren kann, beziehungsweise dann zumindest in der Hinsicht dann ein Change noch bekommen hat. Da wollen wir uns dann auch direkt mit auseinandersetzen. Ja, was hat sich eigentlich verändert? DS, denken wir, die meisten von Ihnen kennen, ist ja ein altbewährtes Feature. Hatten Sie, wann war es, in Version 3.0 vorgestellt, also X3.0, viele Jahre mit her. Und hatten auch einen Innovationspreis für bekommen, weil es so eine Technologie in der Form noch nicht mit gab. Vor allem auch, ja, Ziel zu setzen, die Konsolidierungsraten ein wenig zu optimieren.
und indirekt potenzielle Bottlenecks, die entstehen können, automatisiert über das vCenter dann dementsprechend steuern zu können und als Grundlage dann die vMotion-Technologie zu nutzen, was jetzt zwingend auch die Voraussetzung dementsprechend Ideas mit ist. Und primär glänzt das der erst performance-technisch ja nach zwei Kriterien, das einmal der CPU und der Memory Load. In den späteren Versionen kam bedingt jetzt auch noch Netzwerk hinzu, Netzwerkbetrachtung mit dabei. Das wird alle 5 Minuten neu bewertet werden und dann möglichst auch eine Gleichverteilung innerhalb des Clusters auch mit zu erreichen. Ja, alle Voraussetzungen, wenn man die Workloads hat, die tagsüber jedenfalls viel Leistung ziehen, nachts dementsprechend weniger, wenn die Benutzer zu Hause mit sind oder auf Feiern natürlich mitmachen. Und genauso umgekehrt, wenn ich dort das Thema habe, die Auswertung mitfahren und nachts gegebenenfalls dann viel Ressourcen mit benötigen und tagsüber fast vor sich hin idlen. Das wären ideale Voraussetzungen, um die Konsolidierungsraten auf dem Cluster noch ein wenig zu optimieren, um im Idealfall dann auch die Kosten mit zu senken. Das sind vielleicht keine technischen Aspekte, aber so ich als Techniker komme ja aus der Schiene oder zumindest so die ersten E6-Version 1.0, 1.5, 2.0, als kein Mensch das wirklich haben wollte. Virtualisierung hätte ich auch nicht mal gedacht, dass ich das mal so entwickeln würde, dass wir solche Features wie DRs hier sprechen würden und so weiter. Aber hat sich ja doch recht gut im Data-Center-Bereich etabliert. Und der Weg geht jetzt ja mal weiter mit Containerisierung, auch Kubernetes, ja gerade mal Schlagwort genannt. Kann auch im Supervisor-Cluster deine DS-Funktionalität halt mit nutzen. Und die Überlegung, die jetzt angestellt wurde in Version 7, ist folgende. Nicht die ES6-Server als Kriterium mit zu haben und die möglichst gleich auszulasten, sondern wir sehen es hier schon dementsprechend im Sharing mit dabei, ein Score festzulegen. Das heißt, können im Endeffekt die gesamten Ressourcen, Schrägstrich, Anforderungen der Virtualmaschine performance-technisch aktuell mit erfüllt werden. Dafür gibt es einen kleinen Algorithmus, den WMF festgelegt hat. Und der basiert dann indirekt auf den gleichen Kriterien. Ich gehe gleich ein bisschen näher mit drauf ein. Und das Endergebnis sehen wir hier schon dementsprechend im Hintergrund. Das heißt, in diesem Cluster, im DS-Cluster, sind hier relativ wenige Firms gerade drauf konsolidiert, 7 Stück, ist der durchschnittliche Score pro Maschine in Summe gerechnet, liegt dabei 87%. Und so soll es letztendlich auch sein, ein Korridor. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wenn man den ersten Blick Thema Performance-Überlegung mal mit trifft, würde man jetzt vielleicht keinen Bottleneck mit vermuten. Aber wenn es anders aussieht, wenn ich im Bereich 60, 80 bin oder Worst-Case-Szenario, ich habe da so ein paar Kleinigkeiten noch vorbereitet, wie Sie gleich sehen werden, dann ist das der zu dem Zeitpunkt auch schon ein ganz guter Indikator, ob jetzt der Handlungsbedarf jedenfalls aktuell schon besteht, ja oder nein zu dem Zeitpunkt. Das kann man sich dann relativ detailliert anschauen. Davor haben wir dann auch die neuen Metriken gleich mitbekommen, sowohl in den Performance-Metriken als auch im Monitoring. Dann des DSs. Den DS kennen, da ist jetzt hier erstmal kein wirklicher Change erkennbar. Haben die gleichen Kategorien wie Recommendations, ne, False History, dann CPU Utilization, Memory und das Netzwerk. Aber der Punkt, der hier auch schon hervorgehoben ist, vom DS Score. Der ist halt neu. Und hier sehe ich dann die Einzelbewertung der jeweiligen Virtual Machine. Die obere hier am Windows-System, gescored damit 94%. Dann ebenfalls Kriterien für CPU und Memory-Auslastung. Das sehen wir gleich noch im Live-Labor. Geht hier noch ein wenig mit weiter. Und das sind die Kriterien indirekt, die dann halt die Bewertung für die Maschine mit ergeben würden. Und die Summe daraus, das ist das, was wir effektiv dann halt im Clusterverbund auch mit sehen können. Wenn ich mich mit Performance-Charts auseinandersetze, dann gibt es da auch eine neue Kategorie, den Chart Options an der Stelle. Und nennt sich dementsprechend auch genauso DRS Score.
Und der Vorteil dieser Betrachtung, was wir eben gesehen haben, ist ja eine aktuelle Betrachtung des Scores. Hier haben wir auch eine längerfristige Betrachtung, sodass wir schauen können, dass das Performance-Ticket jetzt aufgeht. Ein Kollege sagt, System ist nicht performant, SLAs können jedenfalls auch nicht eingehalten werden für die Applikation und so weiter. Dann hiermit zu sehen, ja, könnt ihr eventuell recht haben, ja oder nein, oder wann ist das Ticket gewesen, sodass ich dann dementsprechend auch hier in der Langfristbetrachtung das auch für den gesamten Cluster mitsehen kann oder bedingt dann auch für die einzelnen Files. In diesem Beispiel sieht es zumindest optisch recht gut aus. Wenn man ja dann einige Stunden zurück betrachtet, das ist die Realtime-Betrachtung, die hier ausgewählt wurde, haben wir ja deutlichst dann über 90% in der Zeitperiode, die ja dargestellt ist. Und dann kamen ja langsame Einbrüche. Dann wurde jedenfalls gebalanced per V-Motion. Dann waren die Scoring-Werte wieder im grünen Bereich. Da sind sie ja sehr stark eingebrochen, prozentual. Spricht dafür, dass, ja, das ist reine Vermutung, Prozesse gestartet worden sind innerhalb der VM oder auch mehreren VMs auch gleichzeitig. Wenn wir auch Zugriff drauf haben oder Performance-Werte noch ein bisschen näher analysieren wollen, können wir da jedenfalls den Root-Cause auch finden. Da wird im Vesus-Server gerade Patch damit verteilt oder andere Updates gefahren werden, bis dann jedenfalls das DS auch sauber reagiert und dann wieder balancen kann und wir wieder den normalen Status mit haben mit an der Stelle. Insofern, kleine neue Überlegung, muss man jetzt selber für sich dann auch herausfinden, ne, Scoring, wie die Kriterien letztendlich dafür auch mit sind für die Applikation und für MHI halt selber. Aber auch hier am Anfang, wenn man die erste Last relativ neu aufgebaut hat oder die FEMs dann nach dem Upgrade erstmal angestartet sind und migriert, es dauert auch eine Zeit lang, bis ich hier einen zuverlässigen Score habe. Also nicht nervös werden, nicht direkt reinklicken nach 2 Minuten, wenn die Scores relativ niedrig mit sein, es müssen mehr Performance-Werte und so weiter gesammelt werden, wie sonst gewöhnlich halt mit auch an der Stelle. Soll ich dann im DS-Cluster, und das ist ja ein Feature, was wir auch seit vielen Jahren her kennen, auch noch mit Ressource-Pools arbeiten? Die jetzt nicht mit Ressource-Pools so zwingend vertraut sind, auch hier letztendlich eine Abgrenzung nochmal zu haben. Das heißt, wenn das Cluster verbunden ist, vor allem wenn ich dann im Umfeld auch vom Provider mich mit bewege, und Kunde mir so ein X mit zahlt im Monat, dass ich mehr leisten möchte, dass zu dem Zeitpunkt auch die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden und direkt in der Vertrag auch mit gelten. Es gibt einige Gründe, noch Ressourcen einzusetzen. Da gehe ich jetzt in diesem Webinar nicht groß näher mit drauf ein. Aber was halt relevant ist, in Version 7 geht es um die Shares-Betrachtung, die wir dann doch einer neuen Logik mit folgen lassen können, die sich unter Scalable Shares mit nennt. Was bedeutet jetzt Scalable Shares? Nehmt's nahe, was wir haben, oder haben wir festgelegt, so 2 Abteilungen jetzt hier im Unternehmen, wo auch ein Accounting mit hintersteht. Und wir sehen, die Finance-Abteilung zahlt halt 2 Drittel, letztendlich auch das Budget-Schema-Files, das IT-Budgets, und 2 Drittel der Ressourcen sollen dementsprechend dann auch ihre FMs mit zugewiesen bekommen mit an der Stelle. Ich möchte allgemein das so festlegen, dass ich mal 1 Drittel zu 2 Drittel das Ganze mit aufbauen lasse. Das kann ich in den Shares einstellen, in den Ressource-Pools gibt es ja 3 Schalter, Limits, Reservation und besagte Shares. Kann mit Custom-Werten machen oder mit Normal, High oder Low. Und dann würde der Pool auch dafür sorgen, letztendlich, dass maximal, wie auf der linken Seite zu sehen ist, Finance-Pool 2 Drittel letztendlich der Gesamtressourcen aus dem DS-Cluster mitbekommen würde. Das umgerechnet pro Maschine, sehen wir unten, einfach Mathematik, zumindest für Donnerstagvormittag, lässt sich einfach rechnen. Durch 2 geteilt, aber abgerundet, ergibt hier die 33%, die auch stehen. Und das gleiche auf der rechten Seite, Pool etwas kleiner ist, dass 33% Punkten des Ressource-Clusters mit besteht, die Aufteilung dann jeweils zu 16% Punkten. Soweit, so gut. Hat ja auch jahrelang immer so funktioniert, die Logik. Allerdings, es war einmal kein starrer Prozess. Das bedeutet, in dem Moment, wo wir neue FEMs halt ausrollen würden oder andere Szenarien mit haben, wir würden zum Beispiel jetzt nur den Finance Pool mit neuen Produktivsystemen versehen,
beim dritten, vierten oder auch fünften, vor allem an der Stelle, dann würde sich ja indirekt das Verhältnis, zumindest auf Poolebene, nicht ändern. Wir gesagt hatten, es soll ein Drittel zu zwei Drittel mit sein. Und damit würde rein rechnerisch aber eine virtuelle Maschine, die vorher hier fast doppelt so viele Ressourcen bekommen hat, im Finance Pool, dann noch die Hälfte bekommen und damit halt Gleichgewichte zahlen zu dem Engineering Pool. Was hier beim Kundenszenario auch wunderbar passt, aber wenn ich andere Intentionen habe, oder bei mir auch Kunden, die teilweise dann priorisierten, sorry, versteht man gleich die Sprache. Die dann eine Priorisierung gerne mit haben möchten, zum Beispiel mit High und Low, um auch ihre Produktivsysteme dementsprechend zu gewichten. Wenn ich einen Pool habe, den ich eigentlich als High gewichte und denke auch, dass man über die Maschinen bei Ressourcenknappheit, weil dann greifen letztendlich auch erst mit die Shares so gewichtet sind, dann müsste ich ja, wenn ich dieses zweite Szenario mit überlege, wenn ich neue Firms hinzufüge, jeweils auch das Verhältnis innerhalb des Clusters des Ressourcenpools mit den Shares halt mit anpassen. Das heißt, eine automatische Skalierung gibt es so nicht in den 6er Versionen. Und in Version 7, da haben sie genau das mit geändert. Das heißt, das Verhältnis, was ich grundlegend einmal festgelegt habe, das kann ich dann in dem Pool mit definieren. Und die übergeordnete Instanz ist halt der Cluster. Da gibt es eine kleine Checkbox, wo ich sagen kann, in den Advanced Settings, dass das Ganze dann scalable gemacht wird und dann werden die Shares automatisch indirekt angepasst werden. Dass ich dann immer noch eine höhere Gewichtung habe. Das heißt, in Summe wird natürlich die Ressourcen nicht mehr, performancetechnisch auch nicht mehr an der Stelle, aber die Gewichtung geht dementsprechend pro virtuelle Maschine damit weiter und nicht nur auf Ressource-Pool-Ebene. Das ist der Change, den wir bekommen haben. Jetzt muss man selber schauen, ob man eventuell solche Use Cases, Anwendungsszenarien dafür mit hat, wo der Part dann doch mal dann erforderlich mit war. Ich kenne es aus meiner persönlichen Praxis auch, auch das ganze Thema Limit Reservation Shares, sich damit auseinanderzusetzen, zu schauen, weil bestimmte Faktoren will ich ja eigentlich gar nicht haben. Weil Shares greifen letztendlich ja dann, wenn Ressourcenknappheit herrscht, was im Umkehrschluss heißt, wir werden auch Performance-Issues gegebenenfalls schon mit haben. Aber umgekehrt, zumindest einen Regelmechanismus zu besitzen, um dann bei ungewöhnlichen Lastmustern, die auftreten können, wir die Möglichkeit haben, zumindest dahingehend noch zu priorisieren. Sieht das Ganze in der Praxis aus? Das wollen wir in einer sehr kurzen Demo uns hier einmal mit anschauen, das dementsprechend einmal zu finden. Dafür habe ich schon eine kleine Umgebung hier mit vorbereitet an der Stelle. Das ist dann jetzt eine Umgebung, rein optisch, wo man sich jetzt erstmal drauf connectet. Wenn ich zwingend weiß, dass es Version 7 ist, dann kriegt man es vielleicht nicht direkt halt mit. Außer also vielleicht vom Namen her, Lifecycle Manager, das ist der neue Name für den Update Manager. Update Manager darf ich offiziell nicht mehr sagen, aber mache ich trotzdem mit dabei. Also sieht optisch doch sehr vertraut mit aus. Und wenn ich hier in meine Cluster-Einstellung reingehe ins vCenter, da kommt mir der Name gleich mit entgegen. Also hier deutet es irgendwo auf einen massiven Performance-Impact mit hin. Da haben die Alarme hier für meine Windows-Systeme schon angeschlagen. Windows 10 und 4. Auch starke CPU-Auslastung. Ich sage, ja, ich weiß. Ich gerade mit rum, gerade ein Ticket bekommen, das gleiche auch fürs Windows 10 06er System und so weiter. Und auch eine sehr starke E6-Server-Auslastung an der Stelle. Setzen wir den Namen hier erstmal mit zurück. Ja, falls Chef gerade kommt oder Kunde im Hintergrund steht. Und dann jetzt mal genauer Betrachtung dann halt mit zu machen, woran liegt das Ganze und die Vorgehensweise damit zu überlegen. Dazu, jetzt hier auf dem Cluster-Verbund, wenn ich auf Top-Level bin, auf Summary mitgehe, da habe ich dann auch die neue Darstellung, die wir eben gerade schon auf den Slides mitgesehen haben. Und ja, wie wir sehen, Worst-Case-Szenario, drei Produktivsysteme gerätet, ne, gerade mit 2%
Punkten, das, was in Ressourcen tatsächlich dann effektiv kommen sollten, mit dabei. Das könnte ich mir jetzt im Detail dann noch mit anschauen. Und hier sehen wir dann die weiteren Kriterien. Einige Firmen sind dann noch schlechter geratet. Hier irgendwas mit 0,1, 2, 3% Punkten, abgerundet hier schon auf 0% Punkte. Wobei halt, wenn man so die einzelnen Werte sich anschaut und sagt, naja, wieso Use CPU-Wert 129 MHz, da würde ich jetzt ja nicht zwingend vermuten oder darauf kommen, dass hier irgendwie der Ressourcen-Impact mit vorliegt. Ja, wir haben schon eher über Windows 10 6er System oder 10 4er System mit an der Stelle. Jetzt müsst ihr die Ausstattung natürlich wissen, wie viele VCPs und so weiter stehen dementsprechend hier mit zur Verfügung. Dann auch die Memory Performance Counter, einmal gerade mit Memory oder ob hier schon aktiv geswappt wird, ja, auch schon ein Kriterium, dass hier Ressourcen dementsprechend knapp werden und auch sind. Also da bräuchte ich gar nicht weiter überlegen. Hier haben wir effektiv Ressourcen-Impacts mit dabei. Wissen wir nicht zwingend warum, aber das lässt sich dann dementsprechend dann auch mit analysieren. Also hat die Kurzfristbetrachtung selbst hier im DER ist dann schon weiter mit geholfen, ohne jetzt detailliert in die Performance-Betrachtung dann einsteigen zu müssen an der Stelle. DER selber hat sich nicht wirklich viel mit verändert. Je nachdem, wie es dann eingestellt ist oder uns die Settings hier nochmal mit anschauen an der Stelle. Was haben wir eingestellt hier in unserer kleinen Demo? Da haben wir dementsprechend die Automation Level, waren wir gewohnt. Fully Automated habe ich hier gesetzt, weil das will ich auch genau haben. Nicht den Tag davor sitzen oder auf den Alarm warten, um damit mein Cluster besser gebalanced mit ist. Und die Einstellung für die Scalable Shares, die befinden sich denn hier unter Additional Options mit dabei. Das heißt, sie müssen hier einmal gesetzt sein, diese Checkbox an der Stelle. Und dann, wenn ich hier auf den Ressource-Pool gehe, wie Sie sehen, habe ich einen Ressource-Pool A und Ressource-Pool B. Wie es indirekt ja auf den Screenshot schon zu sehen war, sind die jetzt scalable gemacht worden. Das heißt, wenn ich die Maschine jetzt mit hineinziehe, dann wird dynamisch indirekt auch das Verhältnis dann angepasst werden. Also, na, können wir kurz machen. Habe drei Frames. Auch das grundlegend, wenn ich mit Ressource-Pools arbeite, dann sollte sinnvollerweise auch jede VM zu einem Ressource-Pool mit gehören. Mit immer zwei Systeme dementsprechend dann hier in den Pool A noch mit hinzu. Das heißt, wenn ich jetzt mal weiter aufrüsten würde, wie in dem Beispiel 5 beschrieben, Pool A mal neue Produktivsysteme aus Rolle, dann würde indirekt halt misskaliert werden in dem Verhältnis, wie ich es indirekt am Anfang dann mit haben wollte, proportional mit gesehen. Kann man optional nochmal überprüfen, wo da auch die Einstellungen mit sind. Dementsprechend dann nochmal einmal mit zu verifizieren. Die Einzelbetrachtung ändert sich dadurch auch nicht. Hier unter Resource Allocation, da sehe ich dementsprechend dann die jeweiligen Systeme. Das heißt, auch hier die Shares waren dann halt indirekt mit, die auf der Maschinenebene gesetzt sind. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Das hat jetzt nichts mit den Scalable Shares zu tun, das dann nicht durcheinander zu bringen, da das auf einer Ebene indirekt mit geschieht. Und das gleiche dementsprechend dann hier auch für das Memory zu dem Zeitpunkt. Indirekt natürlich schon Einfluss auf die Shares pro Virtualmaschine. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend mit dabei. Aber ich will das Verhältnis haben, was ursprünglich tatsächlich dann indirekt mal vorgesehen war, wenn es halt zum Ressourcen-Impact käme. Das wollen wir nochmal betonen. Ja, ansonsten im DS-Cluster gibt es sonst keine nennenswerten Changes mit dabei. In 7er Version, nochmal zusammengefasst, im Wesentlichen diese Scoring-Bewertung und die Scalable Shares. Denn die Tools, die wir für die Performance-Analyse zur Verfügung gestellt bekommen, und da würde ich vielleicht eine Grundüberlegung erstmal anstehen, Thema Performance Impacts mit dabei. Wie gehe ich jetzt vor, wenn Performance-Ticket tatsächlich bei mir mit ankommt, als vSphere-Admin
Und da eine Beschreibung drin sagt, Herr Kollege, das System ist langsam und wir wären schuld, da wir entweder zu wenig Ressourcen vergeben haben für dieses System, für sein Produktivsystem oder in Summe auf unseren Clustern schon zu viele Ressourcen ausgelastet sind, sodass hier noch zu Ressourcen-Impact mitkommt. Das hier einmal sehr theoretisch schon aufgezeigt wird, das kann auch ein Fulltime-Job mit sein, als Performance-Engineer. Auch schon beim Kunden die eine oder andere Abteilung gesehen und getroffen und Performance-Engineer mit gesprochen, die tatsächlich dann halt auch, dass ihre Hauptaufgabe mit ist. Und je nachdem, wenn man glücklich in der Lage wäre, sowas halt auch zu delegieren oder halt sein Wissen halt mit einzubringen, natürlich auch ein Punkt mit dabei. Wo ich sage, naja, Performance-Abteilung wäre schön, ich bin alleine oder zu zweit, seid ihr es nicht ganz so mit groß, das muss auch mitgemacht werden. Und dementsprechend dann auch so mit den Basic-Tools nicht komplett akademisch vorzugehen, aber zumindest dann auch sinnvoll zum Ziel mit zu kommen. Was ist der Root Cause? Ne? Woran kann es letztendlich liegen? Was sind die vermutlichen Faktoren, warum Systeme halt nicht so performen, wie sie letztendlich laut SLA dementsprechend dann sein sollten? Da wir bekanntermaßen ja im Betriebsbereich verschiedene Sichtweisen haben, haben wir die Sichtweise innerhalb des Guest-to-Assets, also innerhalb der VM, die ja letztendlich auch noch ihre Sicht der Dinge mit sieht. Also mit den Basic-Geschichten jetzt wie im Top aus dem Linux oder bedingten Perfmann aus der Microsoft-Welt, ist ja eine Faktor. Der zweite Faktor, den wir letztendlich ja haben, ist, dass wir von außen drauf schauen können, entweder über den ESX-Host oder über das vCenter, um dementsprechend dann auch eine Aussage sinnvoll treffen zu können. Performance-Charts, vCenter sind schon recht mächtig. Also schon zu viel, sagen einige Kunden, das Richtige da zu finden und auch richtig zu interpretieren, dass ich ja nicht irgendwie Äpfel und Birnen halt miteinander mit vergleiche. Wenn ihr das Operations Manager nutzt, oh, einige von Ihnen werden es vermutlich mit kennen, sehr, sehr große Bruder, der ist ja auch sehr, sehr mächtig mit fertigen Reports und Dashboards, die das dann auch indirekt monitoren, das Verhalten auch des Systems halt mit lernen und so weiter. Dann haben wir das ESX Top. Was auf der Kommandozeilenebene extra pro ESX-Server dann die Realtime-Performance dann sinnvoll mit messen kann. Entweder mit viel ESX-Top oder ESX-Top halt selber. Das in Einklang mitzubringen, wo siehst du halt gerade was? Ja, dass ich ja nicht Äpfel und Birnen plötzlich miteinander vergleiche. Auch wenn man gute Taskmanager bei Microsoft da vielleicht auch schon rudimentäre Aussagen treffen mit kann, aber das sind zu vergleichen, was sehen wir von außen? Oder, was auch nicht ganz so bekannt ist, wenn ich innerhalb der VM das Ganze monitore, gibt es ja das klassische Perfmann von Microsoft und durch die Firmware-Tools, die das Betriebssystem ja immer installiert sein sollten, da sehe ich einen Teil der Metriken, nämlich die Firmware-Memory und CPU-Metriken, auch von dieser Sichtweise mit her. Das ist für uns vielleicht als vSphere nicht ganz so relevant, weil wir die Werte auch von außen mit haben. Aber ich jetzt Kunde wäre, und Providerfeld jedenfalls unterwegs und bestimmte Garantien, dass ich zum Beispiel immer mein physikalisches Memory in Anführungsstrichen für die Maschine garantiert bekomme, aber plötzlich ich durch das Perfon herausbekomme, dass Notmechanismen halt greifen auf den ESX-Server, dann passt da irgendwie was nicht zusammen mit der Aussage. Also auch da, um jetzt hier aus Zeitgründen näher darauf eingehen zu können, zum weiterführende Betrachtung. Die wir als Tools letztendlich indirekt von VMware und Haus zur Verfügung gestellt bekommen. Das mächtigste Tool, zumindest auf Host-Ebene, ist aus meiner Sicht das ESX Top, angelehnt als Top aus dem Linux-Bereich, aber auch gleich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Bei einer großen Anzahl von VMs, wenn ich 100.000 VMs managen will, dann kann ich vielleicht meine Einzelanalyse mit starten, aber da brauche ich die Meta-Tools, die es sinnvollerweise dann für mich halt mit übernehmen können. Die Realtime-Werte werden ja direkt im Hypervisor gemessen, da ja auch das Resource-Mapping darüber stattfindet. Und dann kommt unser Harvester-Prozess über das vCenter gesteuert. Der überträgt dann die Realtime-Werte in die vCenter-Datenbank, die ich dann später dementsprechend, wenn ich möchte, interpretieren kann. Dafür bei verschiedenste Metriken zur Verfügung. Cluster-Metriken, Host-Metriken, Virtual-Machine-Metriken. Dementsprechend, auf welchem Level ich mich gerade mit bewege, in diesem Fall ist es auf dem ESX-Server, kann ich mir das auch als Overview-Chart erstmal mit anschauen.
Wie ist die aktuelle Auslastung der Gesamtsysteme? Und wenn ich dann detaillierte Informationen haben will, dann gibt es nochmal die Advanced-Metriken, die aber leider nicht komplett dokumentiert sind, außer die Kurzbeschreibung, die wir hier im vCenter mitsehen oder im Performance Troubleshooting Guide oder auch in einigen Foren, die sich mit beschäftigen, im Admin Guide von VMware wird einiges erklärt, oder ich würde hier auch noch zwei, drei Metriken nochmal mit rausgreifen, die erwähnenswert zu den Zeitpunkten sind. Ein Teil ist ein bisschen zu viel. Das heißt, hier müsste ich auch das richtige Mittelmaß da finden, zu sagen, welche Metriken sind für mich denn relevant für den Case, den ich gerade hier betrachten werde. Weil da ist so absolute Werte, relative Werte und so weiter mit dabei. Da fängt es bei Objekten schon an. Ja, was will mir der Autor damit sagen? Was ist Objekt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Und da ich hier gerade auf CPU bin, kann man sich indirekt schon mit denken. Die Anzahl an Prozessoren, beziehungsweise später die Anzahl an Cores von logischen CPUs, die dargestellt sind. Aber auch das, ja, kannst du nur wissen, wurde indirekt durch die Kursbeschreibung dann dementsprechend hier mit herausbekommen. Und diese Realtime-Werte bleiben dementsprechend auch erstmal bestehen, bis dann ein Purge-Prozess startet. Das heißt, ein Konsolidierungsprozess innerhalb des vCenters, damit die vCenter-Datenbank nicht exponentiell halt mit steigert. Und da ist vielleicht noch mal eine kleine Demo, wo man das einstellen kann. Das heißt, dass ich tatsächlich auch Werte habe zum Interpretieren. Oder für die Zeitperiode, wenn es relativ ungenau mit wird, sage ich, naja, ich habe hier einen Peak mit an der Stelle, aber im Betrachtungswinkel habe ich gerade noch die Wochenwerte zur Verfügung und die Wochenwerte würden mir halt einen Wert zum Beispiel nur für die Zeitperiode von 30 Minuten liefern. Wenn der Peak nur 2, 3 Minuten angehalten hat, dann ist ja durch die Glättung der Kurve dementsprechend dann hier auch vielleicht keine sinnvolle Interpretation halt mehr mit möglich. Auch das, wer ein, zwei Schulungen mal besucht hat, da wird es ein bisschen ausführlicher dargestellt, was dann die Post-Installation-Tasks, die Einstellungen mit sind und welche Überlegungen man dazu mit anstellen sollte. Erst wenn das gewährleistet ist, dann kann ich auch längerfristige Charts halt mit darstellen, auch für alle Werte und die Werte für mich halt relevant sind, auf verschiedensten Chart-Types, angefangen mit Tortendiagramm, hier auf der rechten Seite mit dargestellt, oder Line-Graph oder Stack-Graph, wo vor allem. Das gleiche habe ich dann in Advanced-Schaltern mit dabei, in Advanced-Performance-Metriken, die einzelnen Objekte. Hier sehen wir jetzt eine Zeitperiode halt mit dargestellt von einer Stunde. Und da habe ich immer den zuletzt gemessenen Wert, den höchsten Wert der Zeitperiode, den Minimalwert und den Durchschnittswert. Nachdem, welche Metriken ich dann auswähle, sieht das hier dann auch recht dramatisch mit aus. Und ich denke natürlich auch einen Sinn mit dahinter. Das heißt, wenn ich solche Metriken letztendlich dann auch auswerte, interpretiere oder auch eine Begründung zum Beispiel brauche, wenn jetzt mein Chef-Kunde mit sagt, na, wir wollen noch weitere Systeme drauf konsolidieren, jetzt eine kleine Analyse auch mit zu starten, um festzustellen, wir sind schon fast am Anschlag, performance-technisch mit dabei. Und wenn wir noch weitere 10, 20, 30 Systeme konsolidieren wollen, dann brauchen wir zum Beispiel entsprechend auch neue Hardware-Ressourcen mit dafür, um den Cluster noch mit zu erweitern. Auch da merkt man, man kann sich ein bisschen länger mit auseinandersetzen, fragen, was das Ziel des Ganzen ist, was man vorhat mit der Performance-Analyse. Eine Einzelbetrachtung oder eine gesamtheitliche Betrachtung für die Infrastruktur auf vSphere-Basis, auf der ich mich gerade halt mit bewege. Oder auch als Entscheidungsgrundlage Entscheider vorzulegen. Gibt es dann ja bekannten Exportformate, sagen auch so ein bisschen in seiner Sprache zu sprechen. Oder wenn man IT-Controlling hat, das ist ja auch in verschiedensten Punkten heutzutage auch meinem Kunden mit Thema, da auch den Nachweis zu bringen, zu sagen, ja, aus den Gründen brauchen wir halt neue Hardware. Performance-technisch schon zu Peak-Zeiten mit einem Anschlag mit werden. Das ist aber im vCenter. Dazu springe ich dann auch direkt wieder in die kleine Demo-Umgebung hier mit hinein. Wo ist das alles zu finden? Auf dem Top-Level, also auf dem vCenter. Da haben wir unter dem Punkt Configure und General die sogenannten statistischen Level. Und auch einen kleinen Kalkulator, wie groß voraussichtlich meine vCenter-Datenbank werden wird.
bei der Anzahl an Hosts und Virtual Maschinen. Hier ist als Beispiel, jetzt einmal eingebe, ich sage, ich habe 10 ESX-Server und 100 Virtual Maschinen. Dann ist die voraussichtliche Datenbankgröße, die zu erwarten ist, nach circa einem Jahr 1,3 Gigabyte, was fast zu vernachlässigen wäre. Das liegt daran, dass ich jetzt mit Default-Werten arbeite. Default bedeutet, dass auch nur die Basic-Metriken archiviert werden. Das heißt, wenn ich ein Ticket von gestern bekomme, also von Mittwoch, sind vielleicht teilweise die Metriken gar nicht mehr mit vorhanden, die ich für meine Information halt zwingend mit benötigen würde an der Stelle. Insofern macht es Sinn, erstmal rauszufinden, welche Metriken sind in welchen Leveln vorhanden und dann das richtige Level zumindest für die Zeit dann einzustellen, wie wir das auch mit benötigen, was wir indirekt zum exponentiellen Wachstum dann hier auch meiner Decenter Datenbank führen kann. Ja, bei den Werten ja schon fast wieder zu vernachlässigen. Aber wenn ich das für alle Werte tun würde, ist ja nochmal als Beispiel gezeigt, einmal für die Tageswerte, für die Wochenwerte und Monatswerte und die Jahreswerte, hätte ich ja schon eine Verzehnfachung der Datenbank. Und für diejenigen, die von Ihnen eine Tiny-Option im vCenter als Sizing ausgewählt haben, dabei leider schon das Filesystem vollgelaufen. Weil man hätte ja rechtzeitig Warnings bekommen, Alarme. Das haben Sie bis für 7 auch noch ein wenig mit optimiert. Das ist mal zu den Voraussetzungen, dass wir das hier mit eingestellt haben. Und wenn ich dann halt die Werte festgelegt habe, dann müssen natürlich auch erstmal gesammelt werden. Und dann kann ich auf verschiedenen Leveln das dementsprechend hier dann ja auch, wie schon eben erwähnt, mit darstellen unter den Performance Charts. Ja, sehen wir hier. Jetzt für CPU, ja, Memory und dementsprechend dann die weiteren Kategorien auf dieser Ebene. Man kann es auch auf ESX-Ebene mit betrachten. Dementsprechend, wo ist die starke Auslastung mit dabei? Und da werde ich bedingt dann auch andere Auswahlkriterien mit haben. Network Adapter, Darstellung, zeigen wir gleich die Top 10 damit an. Und wenn ich auf die Advanced Settings gehe, da kann ich detailliert dann halt sagen, was ich genau wissen möchte. Dazu gehe ich dann hier auf die Chart Options. Und in Bezug auf CPU, und wir haben die Umgebung relativ kleine. Variante mit dabei. Da haben wir mit zwei CPUs ausgestattet. Und dafür haben wir unten dann noch die Möglichkeit, die Chart-Types zu ändern, wenn wir mal Stackgraph pro FM zum Beispiel analysieren wollen. Also, um auf mein Beispiel zurückzukommen. Jetzt ein Ticket bekommen, mein Windows 10.02er-System wäre langsam. Sag ich gut, ich mache eine Gesamtbetrachtung von allen FEMs, die auf den Cluster halt mitlaufen. Templates können wir davon ausnehmen, das macht keinen Sinn, weil die eh ausgeschaltet, also habe ich hier dementsprechend auch keine Ressourcen. Und jetzt der Punkt, jetzt muss ich genau wissen, ja, welcher Wert ist jetzt relevant für mich, um was zu beurteilen. Und wenn man hier mit der CPU-Kategorie startet, das ist dann der Ready-Wert relevant oder Readiness-Wert, drückt indirekt dasselbe mit aus. Und dieser Ready-Wert, der sollte zum Beispiel pro vCPU 2000 Millisekunden nicht überschreiten. Wenn er höher als 2000 Millisekunden ist, dann haben wir definitiv hier schon Performance-Impact in dieser Virtual Maschine. Und schauen, wie es bei uns aussieht. Hat aktuell, das sieht gut aus, zumindest kein erhöhter Wert mit dabei, leicht hier. Da sind wir bei 733, zuletzt gemessener Wert in der Zeitperiode. Oder 478. Also ab 1000 Millisekunden soll man anfangen zu monitoren. Das sind die Perspectives von VMware. Ab 2000 Millisekunden pro System und pro vCPU, wie schon erwähnt, da haben wir tatsächlich jedenfalls einen Performance Impact. In der Zeitperiode wäre das Ticket da aufgegangen. Sieht man das dann auch recht gut mit dabei. Kann man das dann hier noch einzeln aufrufen oder nochmal filtern und selektieren und dann dementsprechend auch genau damit betreffen. Das war die Darstellung dann hier in den Advanced Settings als Beispiel für die CPU an der Stelle. Die Werte dann relevant sind und
Das ist dann hier im nächsten Abschnitt einmal vorgestellt. Den Performance Charts, die wir indirekt ja gerade mit gesehen haben. Jetzt das dann zu interpretieren, was ich vom vCenter aus mit sehe. Und gegebenenfalls das, was auf Betriebssystem eben mit passiert. Habe ich zum Beispiel jetzt schon Ressourcen Impact in Bezug auf CPU? Weil würde ich jetzt zum Beispiel einen falschen Wert betrachten. Ein falscher Wert wäre in dem Szenario bei CPU, ich schaue mir nur den Used-Wert an. Das ist doch nicht so falsch, ist doch eine sinnvolle Aussage. Ja, kann eine sinnvolle Aussage sein. Aber wenn ich nur den Used-Wert anschaue und sage zum Beispiel, Used-Wert liegt hier aktuell gerade bei 60 Prozentpunkten. Und ich hätte jetzt einen Ready-Wert oder Readiness-Wert von 40 Prozentpunkten. Die müsste ich in Korrelation mitbringen. Das heißt, in diesem Fall drückt der Readiness-Wert aus, dass ich 40 Prozent der Zeit keine CPU-Cycles zugeteilt bekomme vom CPU-Scheduler des ESX-Servers. Also kann der Use-Wert auch niemals 100% betragen, wenn eine FEM nur 60% der Zeit tatsächlich auf der CPU gescheduled werden kann. Das sind die Werte. Da würde ich eventuell eine Missinterpretation starten und sagen, ja, wieso hat der Kollege den Ticket aufgemacht? Schau mal den Use-Wert an. Sagt 60%, da hat er noch Luft nach oben, die 40% Punkte. Macht das Ticket wieder zu und sagt, nee, CPU kann es ja nicht sein. Kann es halt doch sein an der Stelle. Dafür dann den Ready-Wert oder Readiness-Wert zu nehmen. Also nochmal zur Klarstellung. Der Ready-Wert ist ein absoluter Wert in Millisekunden. Also die 2000 Millisekunden. Es gibt ihn noch als Readiness-Wert. Fliegt der Entwicklerteams, der kam später erst mit hinzu. Der drückt denselben Wert indirekt in Prozent mit aus. Und wenn ich da 10% habe, Readiness-Wert, entspricht es den 2000 Millisekunden für den Ready-Wert. Wenn ich es ausgeschossen habe, sagt CPU kann es nicht sein, dann würde ich die Memory Counter mir anschauen und dazu sehen, habe ich da eventuell schon Notmechanismen, die auf den ESX-Server greifen. Das kann man relativ schnell kontrollieren. Ob Swapping-Mechanismen halt laufen, das ist da relativ eindeutig. Und die Vorstufen davor, wer sich zurück mit dem Thema auseinandergesetzt hat, gibt es dann noch das Ballooning oder die Compression mit dabei. Wenn weder Ballooning noch Compression mit sind, die Werte gleich 0 wären, ja, dann kann ich behaupten, dass auf dem ESX-Server aktuell keine Ressourcenknappheit herrscht mit Bezug auf Memory. Was nicht heißt, dass nicht innerhalb der Virtualmaschine Ressourcenimpact eventuell mit entstehen kann. Wenn es anders darstellt, also auch CPU-technisch, Memory-technisch kann man im Gegensatz zur CPU natürlich auch deutlich mehr interpretieren. Was dann auch eine Active Memory halt macht, keine Memory und so weiter. Wer sich für die Performance-Kurse mit interessiert, ob zum meisten es geht, zum Beispiel, da habe ich das noch ein bisschen ausführlicher mit behandeln an der Stelle. Ja, und die Faktor durch, ich habe gesagt, memory-technisch ist die Maschine im grünen Bereich, keine Notmechanismen, Faktoren erkennbar. Dann auf den nächsten Part mit überzugehen, was ja mal fast das Aufwendigste ist, Thema Storage, Storage-Performance-Analyse, mal fast ein eigenes Webinar mitfüllen oder eine halbe Schulung mit dabei, weil wir ja auf der vSphere-Seite nur einen Teil der Dinge halt mitsehen, nämlich die absoluten Werte oder halt die Latenzen. Die absoluten Werte sind nicht zwingend aussagefähig, weil dafür brauche ich indirekt Vergleichswerte, wie schnell müsste mein Storage unter folgenden Bedingungen halt sein, unter folgenden Workloads. Habe ich Sequential-Zugriff, Random-Zugriffe und so weiter und so weiter. Und das Einzige, was uns halbwegs bei der Performance-Analyse hilft, ist die Latenz mit Bezug auf Read- und Write-Latency. Und die sollte pro VMDK-Datei, also pro FEM, pro VMDK-Datei, bei Spindeln, also bei Harddisk-Konstellationen, 15 bis 20 Millisekunden nicht übersteigen. Wenn sie höher ist, höhere Antwortzeiten vom Storage kommen, dann weiß ich zumindest einen Grund mit dafür, warum natürlich die Performance dann nicht ganz so optimal innerhalb meiner FEM aktuell ist. Viele Kunden schwenken ja um oder haben auch schon geschwenkt Richtung Flash-SSD. Da wären 15 bis 20 Millisekunden eine Fehlinterpretation. Das wäre viel zu hoch. Da ist selbst ein Wert von größer 3 bis 4 Millisekunden, der nicht erklärlich ist, dann schon Performance Impact. Das ist natürlich erstmal sehr globale Aussage mit dabei, aber überhaupt erstmal eine Aussage, was wir auf ESX-Seite mitsehen können, die Antwortzeiten im Endeffekt vom Storage mit sind. Netzwerkbereich ist ein bisschen einfacher an der Stelle. Das heißt, hier
Haben wir auch deutlich weniger Metriken zur Verfügung, ist auch eine lokale Ressource. Und da geht es allgemein über das Packages erstmal zu verifizieren, weil zum Beispiel auf Firmware-Tools war installiert, vom XNet3-Treiber und so weiter und so weiter. Und das Kriterium, was echt entscheidend ist in der Performance-Betrachtung, ob eventuell schon raw Packages halt mit vorliegen, transmit oder received. Wenn ich da Counter habe, die langsam hochgehen, dann sollte ich auch hier einmal dementsprechend Ursachenforschung betreiben an der Stelle. Wenn wir das Ganze über CSX Top anschauen, da sieht die Welt ein bisschen anders aus. Es sind zwar die gleichen Werte, aber indirekt auch die gleichen Aussagen, die zu treffen sind, aber die Counter sind bedingt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die wichtigsten will ich Ihnen jetzt auch mal vorstellen im letzten Part. Zum ASX Top, wer damit vertraut ist, wird es kennen. Wie ich ja schon erwähnte, ASX Top ist nur über die Kommandozeilenebene erreichbar, entweder remote mit Remote ASX Top oder wenn ich per SSH per PuTTY raufgehe und SSH einmal aktiviert habe, dann will ich dementsprechend auch da das ASX Top halt mit aufrufen können. Das ASX Top selber ist dementsprechend dann kategorisiert in die verschiedenen Ansichten. Die Default-Ansicht wäre dann erst einmal die CPU-Ansicht. Dann kann ich die verschiedenen Filter setzen und switchen. Memory, dann die Disk-Darstellung, einmal auf Adapter-Ebene, Device-Ebene und so weiter. Dann N für Network Screen, kann man sich ganz gut merken. M für Memory, C für CPU. Das ist auch bei Disk. Da haben wir dann drei Schalter indirekt mit zur Verfügung. Einmal Adapter, Devices und dementsprechend dann hier V für die Disk View. Auch das zeige ich zum Schluss hier in der kleinen Demo nochmal mit dabei. Auch da gibt es eine recht gute Dokumentation mit zu, zumindest die Bedienung vom ESX Top mit an der Stelle, weil defaultmäßig zum Beispiel auch nicht sämtliche Filter eingeblendet sind, Parameter. Die kann ich da auch nochmal mit F für Filter hinzufügen, aktivieren, deaktivieren, je nachdem, was ich dann dementsprechend gerade herausfinden möchte oder auch kategorisieren. Wir haben ein kleines Beispiel mit dazu. In diesem Fall ist es ein Filter für die Netzwerkdarstellung. Und auch hier eine sehr, sehr Kurzbeschreibung mit dabei, meistens zu wenig. Das ist auch bei den eindeutigen Sachen. Und dann kann man sich dann auch mit herleiten oder dementsprechend nachschlagen. Packages, wie gerade erwähnt, Indikator ist defaultmäßig zum Beispiel hier dann auch mit vorgegeben an der Stelle. Wie würde ich jetzt im Einzelnen vorgehen? Damit ich auch ein strukturiertes Verfahren habe und sage, ich entscheide mich jetzt gerade für das ESX Top als Performance-Analyse-Tool und würde auch erstmal bei der CPU mit starten. Dann sollte ich hier ein paar Faktoren mit berücksichtigen. Nämlich, was können grundsätzlich Use Cases überhaupt dafür sein, dass wir eine schlechte Performance mit haben? Was relativ eindeutig ist, eine hohe CPU-Auslastung, ja, klar, nach 100% Auslastung oder 100%, ist ein eindeutiger Indikator. Darum braucht man vermutlich nicht lange überlegen, dass hier irgendwo ein Performance-Impact mit vorliegt. Aber halt auch niedrige CPU-Auslastung, um mein Beispiel von eben nochmal aufzugreifen, wenn Ready-Werte sehr hoch sind, das heißt keine CPU-Zeit für die Maschine zur Verfügung gestellt wird, dann kann halt auch dieser Wert entscheidend mit sein in der Betrachtung. Aber nur in Verbindung dann halt mit dem Ready-Wert. Auf der Kommandozeilenebene des ESX Top habe ich noch weitere Sachen mit zur Verfügung, die interpretierbar halt mit werden. Habe ich die wichtigsten mal zusammengetragen, einmal den News-Wert zu betrachten, dann den Ready-Wert, der wird beim ESX Top grundlegend immer als Prozent angezeigt. Das entspricht dann dem Readiness-Wert vom vCenter. Da haben wir auch einen gesamten Co-Stop-Wert, CSTP-Wert genannt. Wenn ich mit SMP arbeite, also mit mehr als einer V-CPU, drückt das die Zeit aus, dass auf Grundlage, dass keine Slots frei sind, also Beispiel, ich habe eine Maschine mit 8 V-CPUs, aktuell hat der CPU-Scheduler keine 8 Slots parallel frei für den Entry, dann müsste in Anführungsstrichen das System erstmal warten. Und diese Wartezeit drückt sich indirekt wie über die Ready-Zeit mit aus. Die wird auch hochgehen und der Co-Stop-Wert ist ein Unterwert von diesem Ready-Wert. Oder sehr einfach ausgedrückt, wie lange stehe ich in der Schlange, bis ich vorne angekommen bin und CPU-Zeit dann zugewiesen bekomme vom Hypervisor.
Und wenn ich das halt zu zweit machen muss, zu dritt, zu viert, zu fünft oder auch zu acht, weil acht VTubes sind, brauche ich erstmal acht Slots frei für den Entry. Und dadurch bedingt kann die Zeit auch gemessen werden. Deshalb macht es dem Bayern auch wenig Sinn, vor allem es unnötig groß auszustatten mit vielen VCPUs. Da ist nicht zwingend immer mehr ist besser, zum Teil ist es sogar weniger sinnvoller, das dann einmal dementsprechend hier mit dem Anpass zu passen. Sofern man dann mit Limits arbeitet, also künstlich mit der Maschine hart limitiert CPU-technisch, das muss ja auch ein gewollter Wert mit sein, dann ist das auch darstellbar. Das heißt, zu dem Zeitpunkt könnten mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, aber ich habe das Ganze künstlich hier limitiert, was indirekt auch zur schlechten Performance einer Maschine führen würde. Das Limit kann auch auf Ressourcenpool-Ebene nebenbei bemerkt sein. Das muss nicht zwingend auf der Fermebene mit sein. Aber darüber würde ich es halt rausbekommen. Wenn ich das einmal als Aufrufe hier durchgehe, also was sehen wir hier? ESX Top in der CPU-Ansicht, dann sehe ich allgemein die Auslastung einmal des ESX-Servers selber und dann der Cores, dann die Anzahl an VMs, die aktiv mitlaufen an der Stelle und den durchschnittlichen Workload letzte Minute, vor 5 Minuten und in der letzten Viertelstunde. Dann kann ich dementsprechend in die 1-Betrachtung gehen. 1-Betrachtung heißt, ich setze erstmal einen Filter, damit ich nicht die internen Prozesse des Hypervisors sehe, sondern nur die für die Virtual Machine. Das mache ich hier einmal mit Shift-V. Und dann sehe ich in diesem Fall dann 4 Virtual Machine. Auch hier aber dargestellt mit dabei. Und die einzelnen Prozesse, die die Virtual Machine jetzt effektiv halt mit ausmachen, die kann ich mir auch einzeln darstellen lassen, ich einmal aufklappe. Das sind World-ID's. Auch ein uralter Begriff noch vom ESX 1520, das am Rande bemerkt, muss man sich nicht zwingend merken an der Stelle. Und das ist dann mein Virtual Machine Monitor, mein VMM. Hier sehen wir jetzt einmal aufgeklappt, da gebe ich dann einmal die Group ID ein. Group ID ist das, was hier vorne steht, das heißt, die Virtual Maschine, die aufgeklappt werden soll, gibt man die Group ID einmal mit E für Expand ein, dann klappt es hier unten auf. Und jetzt sehe ich die einzelnen Prozesse, die effektiv dahinter stehen. In diesem Fall auch eine Virtual Maschine mit zwei VCPUs. Das kann ich im oberen Beispiel nicht zwingend mit sehen an der Stelle. Kann ich indirekt nur ahnen, wenn es Werte gibt, größer 100%, dass dahinter mehr als ein Prozess stehen muss, weil mehr als 100% der Zeit, da kann ich halt nicht idle oder Waitsides mit haben zu dem Zeitpunkt. So würde ich anfangen, das Ganze einmal durchzugehen. Das ist ganz nochmal zusammengefasst, was ich indirekt gerade mit sagte, was sind jetzt die kritischen Schwellwerte? Die muss ich halt wissen oder halt auch mit kennen an der Stelle, um dann eine sinnvolle Interpretation mit zu starten. Also in diesem Fall hier VCPU 1 mal herausgestellt, VCPU 0 hat einen Ready-Wert, der unter 10 Prozentpunkten liegt, liegt bei 0,20, also zu vernachlässigen. Wäre der Wert über 10 Prozentpunkte, dann hätten wir einen Performance-Impact. Das gleiche dementsprechend dann auch bei der zweiten VCPU der Virtual Maschine an der Stelle sind wir auch weit weg von 10 Prozentpunkten. Also hier kann ich sagen, aktuell die Anforderung, wenn ich mir jetzt den Used-Wert anschaue, der hier vorne mitsteht, das entspricht tatsächlich auch der Wirklichkeit. Virtual Maschine ist gerade zu einem Drittel gut ausgelastet. So kann ich weitere Werte durchgehen, auch die Co-Stop-Werte, also CSTP-Wert, Co-Stop-Wert, könnte hier auch auftreten. Und das ist ein Unterwert halt vom Ready-Wert. Liegt hier im kritischen Bereich, wenn er größer 3 Prozentpunkte wäre. Ist nicht der Fall, kann auch nicht der Fall sein, wenn der Ready-Wert schon viel zu niedrig ist, in der 3%, hätte ich den Betrachtung gerne nicht weiter anschauen müssen. Und so weiter. So, ich gehe das Ganze durch, bis ich alle Werte zusammen mit habe. Oder wird mir einen kleinen Slide mit übernommen aus Performance Troubleshooting Guide. Ich direkt auch selber einprägen kann, zu sagen, naja, was müsstest du als erstes? Einmal auf ESX-Host-Ebene mitzuschauen. Ist ESX-Server stark ausgelastet? Größer 75% und zu Peak-Zeiten größer 90%. Falls nein, dann wird vermutlich CPU nicht der Faktor sein, der die Performance deiner Virtual Maschine mit beeinträchtigt. Ist er höher? Und deutlich höher? Dann verifiziere über die Virtual Maschinen, die höchste Auslastung haben oder höchsten Ready-Wert mit haben. Und wenn die Ready-Werte größer 2000 Millisekunden sind oder 10%, wir haben es zusammengefasst, dann habe ich tatsächlich auch eine zu starke Auslastung,
Der Workload ist mit zu hoch. Insofern der Kollege dann das Ticket auch zu Recht aufgemacht, sich beschwert, dass seine VM nicht sauber mit performt. Sind die Werte kleiner oder im Normbereich? So, dann gehen wir weiter. Memory-Bereich mit hinein. Auch hier exemplarisch mal ein, zwei Werte mit herausgestellt. Ohne jetzt groß näher darauf eingehen zu können hier im Webinar. Das heißt, hier kann ich relativ schnell sehen, da brauche ich gar nicht weiter analysieren, durch den Status High. High bedeutet, jede Bitmaschine bekommt aktuell genügend Memory zugeteilt. Kann man so pauschal sagen. Und sagen, ja, wie so schnell? Wenn der Wert nicht High wäre, dann sehen den Status, Clear, Soft, Hard und Low. Dann würden schon Notmechanismen halt greifen in dem System. Und mit Notmechanismen, wenn kein physikalisches Memory zur Verfügung steht, sind die Prozesse, die runterstehen, das ist das Swapping, die Compression oder das Ballooning. Wenn die Werte tatsächlich dementsprechend damit höher wären, dann kann ich in die Einzelbetrachtung mitgehen. Da sehen wir hier auch hier mal drei wichtige Metriken einmal erwähnt. MCTL? Fragezeichen. Ja, kann man direkt erkennen, haben die Kollegen auch das gemacht, was sie sollen, nämlich die Firmware-Tools installiert, ja oder nein, auf ihren Mitmaschinen. Weil nur mit den Firmware-Tools kann auch ballooned werden. In diesem Fall auf Linux-System halt, ja, auf Linux 01 und 02er-System. Auf den anderen beiden nicht. Insofern würde auch kein Ballooning stattfinden. Ballooning bedeutet, der Hypervisor schaut nach dem Betriebssystem, ob tatsächlich das Memory, was die Maschine angefordert hat, noch allokiert ist. Wenn ich kein Ballooning starten kann, dann würden gleich die Notmechanismen halt greifen. Und Notmechanismen wären dann das Swapping. Das Form-Kernel-Swapping, was wir nicht haben wollen, sind wir direkt hier dargestellt. Hier haben wir sechs Virtualmaschinen. Die unteren vier VMs, die swappen deutlich weniger. Hier an den rechten Counter mit abzulesen an der Stelle. Weil die Ballooning zu dem Zeitpunkt auch recht stark, also kriegen durch das Ballooning bedingt auch wieder Memory-Blöcke frei. Die Virtualmaschinen, die keinen Balloon-Treiber installiert bekommen haben, Workload 01 und 02, die können dementsprechend nicht balloonen. Die müssten direkt halt swappen. Deshalb ist das Swapping-Anteil hier deutlich höher. Deshalb, allgemein Hinweis, immer dementsprechend die Firmware-Tools mit zu deployen. Außer bei Appliances, den Hersteller es verbietet, dann nur das Level zu nutzen, was dementsprechend dann auch freigegeben mit wäre an der Stelle. So kann ich das weiter auch durchgehen. Sofern ich weitere Notmechanismen hätte und nach dem Ballooning kommt dann die Compression. Das heißt, die Memory Pages, die heutzutage die Default ja meistens 2 Megabyte groß sind, werden zu komprimiert werden, um halt auch möglichst effizient mit dem Final Memory umzugehen. Dann sehe ich genau die Compression Gauge, was es gebracht hat, an Savings mit dabei und ob aktuell eine Maschine gerade komprimiert, ja oder nein. Und zum Schluss nochmal Swapping. Letztendlich für alle Systeme auch mit dargestellt. Das sehe ich hier auch in der Gesamtbetrachtung mit dabei. Ob wir gerade Read-Swaps haben oder Write-Swaps mit haben. Also schreibt man gerade ein Swap-Target oder liest man dementsprechend gerade aus der Swap-Datei und keiner hat es gemerkt, weil der Ressourcen-Impact schon längst wieder mit verschwunden mit ist an der Stelle. Wenn ich das auch alles ausgeschlossen habe, ich sage, bei mir wird nicht geswappt, umso besser. Dann kann das Memory auch kein limitierender Faktor mit sein oder Notmechanismen gegriffen haben. Dann kann ich zum nächsten Faktor mit übergehen. Das wäre halt das Storage. Das wäre deutlich aufwendiger, dementsprechend zu troubleshooten, weil halt viele Faktoren, wie ich schon erwähnte, dann eine Rolle damit spielen. Und so die Einzelbetrachtung mit absoluten Werten, die mir auch das ESX Top liefert, die sind zwar alle da, man kann hier auf jedes Kommando faktisch mitschauen, in den verschiedenen Ansichten. Anfangen entweder auf dem Top-Level. Top-Level bedeutet, wäre dann die Adapter-Ansicht. Oder ich gehe ein Level tiefer, schaue mir das Ganze dementsprechend dann auf die Device-Ansicht mit an, also auf Lumen-Ansicht mit an. Wie ist da die aktuelle Auslastung? Sind die Transfer-Rates und so weiter mit dabei? Mir ist erstmal wichtig zu verstehen, auf welche Physik ich dementsprechend dort mitarbeite. Also auf welchen Pfaden. Das ist auch ein bisschen erklärungsbedürftiger. Das heißt dann, das in Korrelation zu bringen. Wo befindet sich meine Maschine? Auf welchem Data Store?
Und die letzte Norm ist nicht zwingend das, was ich im E6 Top sehe. Da müsste ich jetzt noch den Identifier dahinter herausfinden. Auch das kein Thema. Ich dann entweder beim vSAN-Client heraus, in diesem Fall, dann hier eine LUN. Wir haben Network Address Authority, also ein Network Address Authority ist ein Hardware-Identifier. Und dann herauszufinden, über welchen HBR dementsprechend der angesprochen wird, in diesem Fall da vom HBR 65. Und darüber ist dann dementsprechend meine Virtual Maschine erreichbar. Und das sehe ich dann halt indirekt im ESX Top. Das heißt, ich müsste mir hier den Network Address Authority mit merken an der Stelle. Auch hier, also, naja, gut, schmierhexe mal. Ja, muss ich auch wieder enttäuschen. Da kommt man zumindest an dieser Stelle nicht so zwingend drumherum. Und hier sehe ich dann, was auch tatsächlich auf dieser Device-Ebene mit geschieht. Da habe ich dann Reads per Seconds, Writes per Seconds. Und daraus würde sich dann die Megabyte-Transferrate errechnen. Read und Write. Das wären die absoluten Werte, die jetzt nicht vielleicht zwingend aussagefähig immer mit sind. Auf die anderen Werte gehe ich gleich nochmal drauf ein, an der Stelle. Wenn ich jetzt dahinter noch mehrere Devices habe, oder kann ich das Ganze auch aufklappen lassen, zu den Faden mit hin, also Thema Multipassing. Da ich ja normalerweise kein Single Point of Failure habe, ist mein Storage, mein Data Store, meine LUN über mehrere physikalische Pfade erreichbar. Auch das kann das ESX Top halt mit bewerkstelligen. Das sehen wir indirekt hier unten mit dabei. Das ist halt die LUN 5. Das sehe ich hier an L5. An der Stelle mehrfach erreichbar wäre, aber der aktive Pfad ist aktuell über den VMware Hostbus Adapter 65, Controller 5, Target 1, LUN 5. Wenn er relevant, wenn man andere Plus hier eingestellt hat oder Round Robin mitfährt, dann müsste ich mich die Summe aller Pfade betrachten. Wenn ich einen Fixpass fahre, so wie hier an den Einstellungen, wenn er aber sagt, geht's nur einen Pfad, dann sind die absoluten Werte relevant, die über diese einen Pfad mitgehen und nicht die Summe aller Pfade. Damit ich noch ein Level tiefer gehe, also wir sind jetzt gegangen vom Adapter zum Device. Und jetzt gehen wir vom Device direkt auf die VMDK-Datei runter in die Betrachtung. Da haben wir die virtuelle Maschine dann dargestellt. Und jetzt sehe ich dann pro VMDK-Datei, wie sind die absoluten Werte der Read, Writes per Second und so weiter. Wenn ich mehrere VMDK-Dateien habe pro virtuelle Maschine, dann kann ich das auch wieder in Detailbetrachtung machen, wenn ich für E für Expand wieder aufrufe. In diesem Fall das Linux-System drei VMDK-Files. Und dann habe ich die einzelnen Werte, der dieselben wie oben auch, Commands pro Sekunde, Reads, Writes und dementsprechend die Latenzen rechts außen mitstehen. Aber in diesen absoluten Werten, dafür bräuchte ich Vergleichswerte vom Hersteller, wie schnell müsste tatsächlich das System zu dem Zeitpunkt dann auch mit sein. Das Einzige, was es interpretierbar macht, sind die Spalten, die dahinter stehen. Die Latenzen. Weil die sind eindeutig, die kann man auch wunderbar messen auf dem ESX-Server. Jetzt hier nicht erschrecken. An der Seite, was sehen wir? Hier ist mein Weg beschrieben von der virtuellen Maschine hier oben. Das heißt, wenn ich hier eine I/O produziere, also I/O ist mein Input-Output, jetzt generiert wird, über die verschiedenen Schichten geht, über den VMM, den Virtual Machine Monitor. Ab hier wird angefangen auch zu messen. Das heißt, jetzt haben wir hier erstmal sehr einfach formulierend Daten generiert. Die werden jetzt über den Hypervisor geschickt, verweilen auch innerhalb des Kernels, also des VM-Kernels halt selber, bevor sie dann an die Physik übergeben werden, was dann spätestens dann über den Treiber geschieht. Dann gehen sie in diesem Fall über den HBA, über die Fabric, also in diesem Fall wäre es eine Fibre-Channel-Technologie und kommen dementsprechend beim Storage an, auf den Storage-Prozessoren. Dann erfolgt vom Storage eine Antwort. Die Antwort ist messbar. Das ist hier das sogenannte DAVG, steht für Device Average Latency, nebenbei bemerkt. Das heißt, wie schnell antwortet mein Storage? Und wenn ich das Acknowledge mitbekomme, das ist die Zeit, die im ESX Top dann die DAVG mit ausdrückt. Die sollte 10 bis 15 Millisekunden nicht überschreiten bei Spindeln und auch bei SSDs dementsprechend dann die 3 bis 4 Millisekunden. Dann die Zeit, die innerhalb des Hypervisors benötigt wird, um eine I/O zu forwarden oder entgegenzunehmen. Das ist die Kernel Average Latency. Und die zusammenaddiert, die Kernel Average Latency plus die Device Average Latency, ergibt dann die sogenannte Guest Average Latency.
Wir haben mal zusammenfassend dargestellt, GAVG gleich DAVG plus KAVG. Auch das muss man sich nicht zwingend merken, aber auch da, lange Rede, kurzer Sinn. Um das dann zu interpretieren, wird es mir schon ausreichen, wenn ich mir die gesamte Latenzzeit mit anschaue, wenn die unter 15 bis 20 Millisekunden liegt in Summe und ich habe eine Harddisk im Hintergrund, im Backing-Bereich, also im physikalischen Bereich, dann bräuchte ich auch keine Einzelbetrachtung machen. Wenn die Werte höher sind, dann vielleicht doch nochmal näher mit rein zu schauen, wie setzt sich die Latenzzeit mit zusammen an der Stelle. Habe ich eventuell eine hohe Kernel-Latency, dann deutet es auf eine hohe Auslastung des ESX-Servers hin. Kommt in der Praxis heute eher seltener noch vor, seit wir sehr viele Cores auch an Produktivsystemen im Einsatz haben, aber ist natürlich auch nicht ganz auszuschließen. Oder halt dann die gesamte Latenz hier mit dabei. Wenn man extrem hohe Werte hat, so wie hier mal dargestellt, an der Stelle, dann werde ich auch sehr schlechte absolute Werte mit haben. Also im Bereich sieht es sehr gut aus mit 135 oder fast 136 Megabyte Transferrate weit. Die Device-Average Latency liegt hier gerade mal bei 7,2 Millisekunden. Hier und unten genau das Gegenteil. Plötzlich haben wir eine hohe Latenz. Wir wissen nicht warum. Storage kann Cacheboard ausgefallen sein, andere Defekte oder andere Gründe, dass wir eine Latenz über 250 Millisekunden haben, was natürlich zum sofortigen Einbruch dementsprechend auch der Transferrate mitführt an der Stelle. Sollte es theoretisch im Normbereich sein, alle Werte so, wie sie sein sollen, wenn ich auch die dritte Ressource letztendlich verifiziere, mir ESX Top, dann könnte ich mich jetzt noch um das Netzwerk kümmern, den Netzwerk Adapter. Auch da haben wir verschiedene Sichtweisen. Sichtweisen sind gemeint, einmal die physikalischen Adapter, die im ESX Server eingebaut sind. Und dann unsere VNICs, die unsere Maschinen letztendlich dann ja, konfiguriert bekommen haben, die an den B-Switch mithängen. Und die Counter sind relativ identisch. Egal, ob ich jetzt die VNIC betrachte oder die physikalische NIC betrachte. Wir haben unser Transmit and Received Rate mit dabei, in Megabits ausgedrückt, haben umgerechnet. Und wir hatten ja gesagt, für uns wäre relevant Drop Packages, ob da eventuell schon höhere Werte mit vorliegen, die eventuell sogar schon zweistellig werden. Drop Packages, Transmit und Received. Da würde ich persönlich auch mal anfangen zu schauen, habe ich da hohe Werte, wenn die halt niedrig sind, dann kann ich sonst die absoluten Werte nochmal anschauen und die vergleichen, was ich tatsächlich mit der Physik halt damit sehe an der Stelle. Dazu auch in Detailansicht eine ESX Top, wo ich damit hineingehe. In diesem Fall haben wir ein Testsystem mit dabei, ETA0, also die erste Karte im Linux-Bereich, ist dementsprechend hier auch die erste innerhalb der VM. Dahinter ist die physikalische NIC gemappt vom NIC Nummer 1, die dementsprechend dann über folgende V-Switch mitläuft. In diesem Fall ist es ein DV-Switch, also ein verteilter Switch im Deutschen, Distributed-Switch genannt, dass ich auch weiß, wo ich halt suchen muss. Und dazu habe ich dann die Absolute Counter dementsprechend hier mit stehen, performance-technisch. Und so habe ich aus kürzester Zeit zumindest meine vier Faktoren dann einmal, meine vier Performance-Faktoren mit verifiziert. Und sind die im Normbereich oder halt nicht. Wenn sie nicht im Normbereich sind, dann müssen wir noch weitere Zeit investieren, Root-Cause-Analyse halt starten, im Idealfall das Bottleneck dann auch beheben. Und dann das Ticket schließen und den Kollegen bitten, nochmal zu verifizieren, ob seine SLA-Performance-Werte wieder im Normbereich mit sind an der Stelle. Das sozusagen einmal Crashkurs für die wichtigsten Werte. Das nicht ganz mitgekommen ist, oder der ähnliche Part, wird jetzt erwähnt, die Session wird auch aufgezeichnet mit werden. Da kann man sich das sonst gerne nochmal auch in Ruhe noch mit anschauen. Klein Demo habe ich hier noch vorbereitet. In dem Labor, in dem ich hier mit befinde, im Demo-Labor vom ESX1 habe ich einmal SSH mit aktiviert, sodass ich mich jetzt bei Putty mit drauf connecten kann. Und wenn ich die ESX Top einmal aufrufe, dann sehen wir, was ich am Anfang geschrieben habe, die internen Prozesse plus die Maschinenprozesse. Und die würde ich mit Shift und V jetzt einmal ausblenden. Dann bleiben meine drei Virtual Maschinen übrig. Windows 10, 02, 04 und 06. Jetzt könnte ich hier die Werte vergleichen, die Ready-Werte.
Sieht bei mir hier ganz gut aus aktuell, wobei der hier geht langsam hoch mit 7 Prozentpunkten. Also 7 ist das nicht dramatisch. Ab 5 soll man anfangen zu monitoren. Ab 10 Prozentpunkten haben wir gesagt, da haben wir definitiv einen Performance-Impact. Ich auf EFX Fund gehe, GID mit angebe, die Group-ID, dementsprechend dann hier vorne mit steht, immer die von minus 10.02er System. Dann klappt das Ganze mit auf an der Stelle. Und wir sehen die einzelnen Unterprozesse der Virtual Maschine, den VMix-Prozess, der Network World-Prozess und so weiter. Bis hin dann zu unseren vCPU-Darstellungen. Hier passiert gerade nicht wirklich viel, nur Usewert. System ist gerade recht mit entspannt, dabei wie es aussieht. Wenn ich das ein bisschen forcieren will, oder kann ich auch mal anmelden. Hier an dem kleinen Desktop-System. Dann noch ein bisschen Stress mitzumachen. Und dann ein LAS-Skript zu starten. Habe ich hier schon mal vorbereitet. Dann werden sich hier die Werte dann auch demnächst mit verändern. Und fängt hier schon langsam mit an. Der Usewert, je nachdem, er jetzt gemessen wird, zu dem Zeitpunkt, das kann man uns hier auch noch mit justieren, wie häufig auch das ESX Top halt refreshen soll. Ja, jetzt geht's ja los. Dann sehen wir Auslastung Usewert, vCPU 0, 98% Punkte. Ready-Wert hat hier noch nicht wirklich gezuckt an der Stelle. Da sieht es gut aus, aber was man vielleicht nicht vermutet hätte, weil im Minus 10.04 System habe ich ja nichts gemacht. Hier gehen die Ready-Werte dementsprechend massiv mit nach oben. Bei Minus 10.06er System dementsprechend halt auch. Ja, durch die Gewichtung, ich hatte es ja an den Ressource-Pools, wenn sich zurückerinnern, damit hineingezogen mit unterschiedlichen Gewichtungen. Also hier haben wir einen extrem schlechten Wert mit dabei. Das heißt, wenn ich jetzt nur die Maschine betrachte, die ich hier aufgerufen habe, sagt man ja, hier ist alles im Normbereich. Aber die anderen Kollegen werden vermutlich auch zeitnah ihre Tickets aufmachen, weil das System minus 10.04 ist de facto fast eingefroren. Also hier bedeutet es gerade, dass 99% der Zeit, wo sie hätte arbeiten können, keine CPU-Zeit zugeteilt bekäme. Dann gehe ich auf M4Memory. Kann ich sofort sehen, Status High. Also High bedeutet, aktuell sind wir unter sämtlichen Grenzwerten. Es sind zumindest aktuell keine Nude-Mechanismen aktiv. Das heißt nicht, dass nicht schon hätte welchen sein können, weil hier sehen wir indirekt, das habe ich hier mal ein bisschen forciert. Dadurch, dass ich ein Limit auf eine Maschine gesetzt habe, habe ich künstlich den Ressourcen-Impact simuliert in Bezug auf Memory, was erstmal so nicht sinnvoll ist, das macht man in der Praxis auch nicht, aber hier für die Demo, das auch mal gesehen zu haben, dass dann halt indirekt dann hier die Notmechanismen greifen würden, wie das Swapping, Compression oder dementsprechend das Ballooning. Nochmal wiederholt, die Werte sollten dann möglichst gleich 0 sein. Wenn mal geswappt wurde, auch nicht dramatisch, das heißt, es ist ein Swap-Target vorhanden, aber es wird aktuell nicht geswappt. Sehe ich auch hier an den Werten auf der rechten Seite. Wir haben keine Read- oder Write-Swaps gerade mit dabei, obwohl wir hier eine Swap-Datei indirekt halt mit haben. Dann auf N für Networking zu gehen. Damit darstellen auch sämtliche, ein bisschen besser nochmal zu sehen als auf gerade auf dem PowerPoint-Slide. Unsere Virtual Machine, Windows 10.02, Windows 10.04 und so weiter, Windows 10.06. Die hängen auch auf unterschiedlichen vSwitchen. Wir haben einmal vSwitch 1 und als Ressource haben wir die physikalische NIC von NIC 3. Jetzt müsste ich wissen, was ist meine von NIC 3. Und das gleiche für das Windows 10.06er System. Sind auf dem vSwitch 0 connected und nutzen als Ressource die von NIC Nummer 0. Dann haben wir auch unsere vom Kernel Ports. Vom Kernel Port 0. Wo das Management defaultmäßig ja mit drauf läuft. Auch ein bisschen Traffic gerade mit drauf, ne, Pakete. Aber auch nichts Nennenswertes, zumindest hier aktuell nicht. Und die Spalten Drop Packages sieht auch alles sehr gut aus. Ne, sind gleich 0, so soll es ja auch sein. Und das gleiche für VMNIC 1.
Jedenfalls sind die Motion-Form-Kernel-Port. Jetzt muss ich nachgucken, was ist halt, ne? Formnik 0, Formnik 1. Das kann ich mir auch schnell machen. Gehe dementsprechend dann auf den jeweiligen Host mit drauf. Unter Configure. Und dann in die Netzwerkeinstellung, Netzwerkkategorie. Da haben wir die Form-Kernel-Adapter damit stehen. Ja, Formnik 0, Management-Interface. Dann Formnik 1 wäre bei meinem System hier IP-Storage mit dabei. Und Formnik 2. Das wäre dementsprechend der vMotion am Adapter. Das kriegen wir jetzt also nicht direkt raus. Nächste Betrachtung, dann die Disk-Performance. Also auch meine Leute rufen, ich kann auch für Half-Help gehen. Da sehe ich hier dann nochmal die jeweiligen Schalter. C für CPU, M für Memory, N für Networking sind wir gerade durchgegangen. Wenn wir jetzt weiterschauen, D für Disk-Adapter. Dann tauchen auch die Form-HBRs auf. Hier wäre es in meinem Fall Form-HBR 65, der untere, wo noch weitere Pfade mit runter liegen. Auch hier muss ich jetzt wissen, welcher Adapter gehört wozu. Aktuell passiert im Labor fast gar nichts. Insofern würde ich hier die Betrachtung auch schon abbrechen, weil, nochmal zurückgeändert, hier wäre der Wert, die Guest Average Latency halt relevant, die GAVG. Wenn ihr unter 15 bis 20 Millisekunden liegt, in Summe auf allen HBAs, auf allen Pfaden, auf allen HFMs, also im Produktivsystem ist das vermutlich selten bis gar nicht vorkommen, war ich mal zu behaupten, ist dann jetzt wirklich sehr, sehr wenig mit los. Wenn die Werte höher wären, dann würde ich sonst hier weiterschauen mit U für Devices. Jetzt müsste ich die Hardware-Pfade kennen, wo wirklich physikalisch ständige Maschinen mitgehostet sind an der Stelle. Jetzt merkt man schon, oh, die Betrachtung hier, die Darstellung ist ungünstig, weil nach rechts können wir gar nicht mehr gucken. Dann gehe ich mal auf F für Filter und kann dementsprechend hier Statistiken auch ausblenden, also mehr Queuing-Statistiken raus. Dann wird das Ganze ein bisschen überschaubarer. Jetzt sehe ich hier sämtliche physikalischen Pfade, also das sind meine Data Stores, da liegen die Filesysteme ja drauf. Und hier würde ich sonst die Guest Average Latency betrachten, die GAVG. Die müsste dann auch jeweils auf den Data Source unter 15 bis 20 Millisekunden sein. Wenn es höher ist, dann gehe ich jetzt in die Virtual-Machine-Betrachtung als letztes. Und da hätten wir die Read-and-Write-Latency mit stehen. Und dazu vorne nochmal wie für Expand. Weil ich kann hier sehen, anhand der Disk-Anzahl, dass hier 2 steht. Das heißt, Windows 10 02 hat 2 FormDK-Files. Die würde ich mir dann auch mal einzeln darstellen lassen. Und hier habe ich die einzelnen Werte dann für die Read and Write Latency. Die muss ich dann zusammen addieren. Oder mit F4 Filter kann ich das auch abblenden lassen, dass dementsprechend dann die Gesamtlatency mit dargestellt wird. Also auch das wäre halt hier noch mit möglich. Ja, spare ich mir jetzt hier. Das heißt, mit den wenigen Werten, 5, 6 Werte über 6 Top, kann ich relativ schnell auch eine Aussage treffen. Um nochmal zum Anfang der Aussage zu kommen, ob meine Firm eventuell einen Performance-Impact mit hat, wenn die roten Lampen jetzt recht angegangen sind oder zumindest wir aus unserer Sicht als vSphere-Admin ganz klar belegen können, nein, zumindest aktuell, wenn Performance-Probleme auftreten, ressourcentechnisch bekommt die Firm die Ressourcen, die sie aktuell tatsächlich dann halt auch mit anfordert zu dem Zeitpunkt. Das mal als sehr, sehr kurze Betrachtung, was das E6 Software in der Lage ist zu leisten. In der Praxis, ja, muss man sich da noch ein bisschen länger mit beschäftigen oder da auch ein bisschen intensiver mit drauf einzugehen. Und da bieten Sie natürlich dann die schönen Trainings zu dem Thema mit an, wenn das dann interessiert oder da auch gern teilnehmen möchte. Arsten hat gerade eine nette Promotion noch mit aufgelegt, wie ich am Anfang das Webinar ist ja auch schon mal mit erwähnt habe. Wer sich dann auch bis Ende dieses Monats mit anmelden will, der bekommt dann 20% auf die bekannten vSphere-Kurse. Und bekannt heißt, wenn man sie nicht kennen würde, haben sie alle einmal mit stehen. Auch die einmal kurz vorgestellt. Für den jetzt komplett neu in die Thematik starten, auch wenig bis gar keine Erfahrung haben mit der Serverdesignungsthematik, gibt es so einen klassischen Kurs, der sich jetzt Zollkonfigur-Mail. Schreibt es auch recht gut, was man da vorhat. Nämlich damals, gut, das ist Ewigkeiten her, da waren die Kurse mal gerade zweitägig, das war zu E6-2er-Zeiten,
Heute brauchen wir fast 15 Tage, wenn ich wirklich alle Thematiken einmal durchgehen möchte zum Thema Servitisierung. 15 Tage würde bedeuten, 5 Tage Grundlagenkurs in Stock Config Manage, wo der am Freitag aufhört, setzt der Optimize to Scale sozusagen am Montag fort. Da werden dann auch so die Enterprise Plus Thematiken, wie ich es mir gerne nenne, angesprochen werden, was genau ein DV-Switch mit macht. Storage DS mit ist, um einiges mit hier zu nennen. Und halt auch der Punkt Optimization. Das ist dann die Performance-Analyse, wo man dann gut 2,5 Tage Zeit hat, wo wir uns ja wirklich in der Kürze des Webinars einmal mit beschäftigt, nur mit haben, sich damit dann auseinanderzusetzen. So. Wenn man nicht genug hat nach 10 Tagen, gibt es dann noch einen Troubleshooting-Workshop. Den hätte ich auch mal ganz gerne, weil er so einen praktischen Anteil hat. Wenn er sagt Troubleshooting, da geht man 50 Use Cases einmal durch. Auf Grundlage jetzt auch schon der 7er-Version, indirekt Tickets, die bei VMware halt aufgelaufen sind, das Ganze in Kurslayout gegossen und dann in Form von Federskripten dann auch während des Kurses dann behandelt werden. Bin ganz spannend, weil rauskommen, weil teilweise viel eingebaut, wenn die gar nicht vorgesehen waren, umso besser. Hat man auch ein paar andere Betrachtungswinkel mit dabei, um möglichst auch schnell dann reagieren zu können, falls man selber dementsprechend mal sein Issue hat und nicht zwingend immer ein Ticket aufmachen müsste, über den VMware Support zu gehen. Dann Design Workshop, wie haben wir gesagt, Best Practices, wie sieht ein Referenzdesign und Idealbedingungen von VMware Seite mit aus? Ist auch ein 3-Tages-Workshop mittlerweile geworden. Und ganz brandneu, die sich für Kubernetes interessieren und containerbasiert auch schon mit entwickeln. Dann gibt es einen 3-Tages-Kurs, der sich nur diese Thematik halt mit widmet. Ein bisschen Grundlagen, was ist ein Container, was ist Kubernetes, der sich noch wenig oder gar nicht beschäftigt mit hat. Und dann halt die Verknüpfung, wie das Ganze im Supervisor-Cluster und so weiter dann in einer vS/4.7-Umgebung aussehen würde. Wer sich denn noch gerne zertifizieren lassen möchte, kann auch das mit tun. Da hat sich nicht wirklich viel verändert zu den 7er-Versionen, weil die 7er-Version selber am Anfang noch kein Bestandteil war. Und das war gut 3 Wochen des VCPs. Also erstmal erklärt, VCP steht für VMware Certified Professional. Und ist dann die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gerne ein Zertifikat als Nachweis haben, wenn ich eine Prüfung absolviere, wie letztendlich bei allen IT-Herstellern mit auch. Und das kann man in verschiedenen Teilbereichen machen. Der Bereich für uns dann jetzt hier relevant ist, von der Thematik her, ist der Data Center Virtualisierungsbereich. Es gibt diesen Zertifizierungspfad auch für den Netzwerkbereich. Wer im NSX-Bereich unterwegs ist, also Netzwerkvirtualisierung betreibt, für Desktop Mobility und so weiter. Hier kann ich nur empfehlen, schauen Sie bitte aktuell immer auf die Webseite von VMware, weil sich da doch sehr schnell viel ändern kann. Merke ich selber auch durch die Schulung. Das zeige ich jetzt auch mal regelmäßig. Da ist am Freitagabend nochmal nachgeschaut, Montagmorgen, da neue Informationen hinterlegt sind. Vor allem jetzt läuft auch noch gerade die VM World. Da auch noch ein, zwei Announcements mitkommen. Ich habe uns die Webseite noch einmal kurz aufgerufen. Unter vmware.com/education oder Certification findet man den direkten Link mit dabei. Und da sehen wir dementsprechend dann die Möglichkeiten, sich dann auch hier zertifizieren zu lassen. Und wir würden halt dann den VCP 2020, und das wäre für uns dann halt mit relevant, wenn ich immer raufgehe. Da gibt es jetzt 2 Möglichkeiten. Wer jetzt noch keine Zertifizierung hat, da muss man einmal in seinem Leben einen Kurs besuchen. Das kann man auf dem Level machen, auf dem man gerne einsteigen möchte. Entweder Grundlagenkurs oder die weiterführenden Kurse mit dabei. Wenn ich diesen Kurs absolviert habe, dann brauche ich jetzt nur noch eine Prüfung machen, wenn ich die 7er-Prüfung ablege. Das sind 70 Fragen, hat man gut 2 Stunden Zeit, also auch einige mehr Zeit indirekt als nicht Native Speaker, weil die Prüfung gibt es ausschließlich nur auf Englisch. Jetzt sagt Version 7, da habe ich noch Bauchschmerzen, habe ich noch wenig bis gar nicht mitgearbeitet. Jetzt fahren wir auf 6.7. Da müsste man dann 2 Prüfungen machen. Klassischer Satz, das war schon immer so. Das ist die letzten 10, 12 Jahre. Setzt sich immer zusammen die Prüfung aus einer Foundation-Prüfung. Die Foundation-Prüfung, obwohl es ein VCP 2020 ist, basiert halt auf 6.7. War auch schon immer ein Online-Test, unabhängig jetzt von dieser
Virusthematik mit dabei. Und die zweite Prüfung, da muss man immer zum Testcenter hingehen. Da die weltweit Artefakte ja so gut wie alle geschlossen sind, kann man die jetzt auch online machen, diese VCP-Prüfung. Gilt auch für die SIEMA-Prüfung. Das Einzige ist, da haben wir jetzt noch genau ein Quartal Zeit, nicht bis zum 31.12. diesen Jahres, wenn Sie das auf 6.7 halt machen wollen. Danach wird es dann direkt noch die SIEMA-Prüfung geben. Für den VCP nächstes Jahr. Und ja, dreimal darf man raten, wie vermutlich heißen wird. Seit jetzt seit 1,5 Jahren umgestellt haben auf die Jahreszahlen. Das Ganze hier zu schedulen. Und damit spätestens verifiziert werden, ob Sie halt auch eine Schulung besucht haben mit an der Stelle. Anhand des Mylon-Accounts, wo der Kurs dann auch mit hinterlegt ist. Und dann könnte ich mich jetzt hier zur Zertifizierung halt mit anmelden. Das letzte ist für diejenigen, die schon eine Zertifizierung haben, auf dem VCP DCV 2019, also letztes Jahr die Prüfung gemacht haben. Da könnte ich auch sagen, ich mache die Prüfung oder noch einfacher, ich besuche eine dieser Schulungen. Und am Ende der Schulung, nachdem man vom Trainer bestätigt bekommen hat, im Mylon-Portal, ja, man hat die ganze Zeit mitgemacht, teilgenommen, der ist man automatisch VCP 2020. Das ist die alternative Methode, um auch zu seiner Zertifizierung zu kommen, ohne zwingend eine Prüfung machen zu müssen. Wenn du über Prüfung mag, könnt ihr auch beides machen. Dann gibt es die Delta-Prüfung oder die 7er oder die 6-7er-Prüfung. Da kann man sich dann aussuchen, was einem da mehr entgegenkommt an der Stelle. Wenn es noch weiter zurückgeht, können Sie jedenfalls selber auf den Webseiten nochmal mitschauen, wo ein VCP-Status hat, der ein bisschen älter mit ist, auf 6er, 6-5er-Basis oder schon doch ein paar Tage arg alt, dann ist es de facto so, als würde man eine neue Prüfung machen. Also VCP 5 ist ja schon ein paar Tage mit her. Gut, ja, das wäre es erstmal von meiner Seite her, vom theoretischen Part, den wir uns hier mit anschauen wollten. Und jetzt sitzt vermutlich Peter da, schaue ich wieder zu dir rüber, vielleicht die eine oder andere Frage noch im Chat gegeben haben. Da wollen wir uns die nächste Minute nochmal Zeit nehmen, die zu beantworten. Ja, es kommen tatsächlich noch ein paar Fragen rein. Also generell, wenn es noch Fragen gibt, ist jetzt noch Zeit, die im Chat zu stellen und dann gucken wir uns die an. Also erstmal gab es ein paar Fragen jetzt zu dem letzten Thema auch, zu den Prüfungen der Zertifizierung. Ja. Du hast es ja gerade schon kurz erwähnt, der VCP 6.5er. Ne? Da ist, war eine Frage, wie der Upgrade-Pfad vom VCP 6.5er ist gültig bis zum Dezember 2020 zur aktuellen Zertifizierung. Heißt auf der letzten Zertifizierung 2020? Also wenn man einmal den VCP-Status hat, ich wäre jetzt VCP 6.5, wenn ich die Frage richtig verstehe, der läuft nicht mehr ab. Das war früher so gewesen. Man kann sich aber rein technisch trotzdem rezertifizieren, oder? Ich frage direkt nochmal. Ist ja noch offen, hier zu beantworten. Das heißt, wenn ich hier den Filter setze, VCP 6.5, wenn ich das als Voraussetzung mit habe, dann muss ich effektiv keinen weiteren Kurs mehr mit besuchen an der Stelle. Es wird zwar mit empfohlen, das zu tun. Wenn ich aber einen VCP 2020er Status haben will, dann muss ich eine Prüfung machen. Okay. Da reicht kein Kursbesucher mit aus. Das galt nur für den VCP aus dem letzten Jahr 2019. Da habe ich die Option 2 zur Verfügung. Alles Okay. klar. Dann gab es noch eine Frage, ob es wieder ein Delta-Exam gibt. Ja, das gibt's. War hier auch gerade kurz zu sehen, damals Delta-Examen, zumindest zu 6.7. Und angekündigt ist auch schon ein 7er Delta, aber bis jetzt haben wir erst seit 3 Wochen über die 7er Version bekommen. Wenn das Delta dann kommt, der Zertifizierungsmanager hat sich da auch schon zu geäußert, also steht auf der Roadmap mit drauf. Also, ich sag mal, damit Stars können wir drüber reden, aber es ist zumindest angekündigt, sagen wir es so. Alles klar. Ja, dann kommen wir noch zu einer Frage. Da geht es mehr um Use Case und dann Use technische Case. Fragen darum. Okay. Also zum Thema, was du vorher erwähnt hast. Das greift auf den Anfang des Vortrags zurück. Und zwar, der Fragende möchte ein bestehendes WSAN 7 nutzen und in ISCI Targets für externe Zugriffe einrichten. Und zwar für ESXi-Hosts, die nicht Mitglieder des WSAN-Clusters sind und für den Oracle-Datenbank-Server, also zur Ablage der Okay. Oracle-Datenbank. Dann kommt die Frage dazu, und Okay. zwar, ob es da irgendwelche Versionskompatibilitäts-Issues gibt oder Besonderheiten oder Einschränkungen. Das ist die erste Frage. Also sozusagen,
Also wie sagen Cluster, also wie sagen wir es ja im Vortrag nicht behandelt, also wie sagen ist ja die Storage-Virtualisierung dementsprechend von VMware, die ist halt Version 5.5 oder später mit gibt zum Thema HCI. Und bei Visan ist im Laufe der Jahre jetzt noch ein Feature hinzugekommen, dass ich ein externes iSCSI-Target konfigurieren kann. Letztendlich wie beim normalen physikalischen Storage technisch gesehen ja auch. Was ich dann mit der externen nun dort mache, ob ich das für einen physikalischen Server halt nutze. Weil technisch gesehen wieder zum E6-Server zurückmappe und dann mir mehr Filesysteme drauf baue, will ich in der Praxis vermeiden, weil dann sollte man leichtes Visan als Objekt mitnehmen, habe ich auch die Vorteile mit daraus. So, dann bräuchte ich noch ein paar mehr Detailinformationen, was du mal fragen hast, oder sonst auch gerne per E-Mail oder Chat nochmal durchkommen, dann können wir vielleicht im Detail das auch mit beantworten, was da eventuell noch im Hintergrund steht, warum es dann extern abgebildet werden mit soll. Und wären dafür weitere Lizenzen notwendig oder nicht? Also Lizenzen brauche ich extra für das Visa. Für das iSCSI Target extern, nein. Okay, das waren dann so alle Fragen, die bisher eingekommen Okay. sind. Wie gesagt, vielleicht warten wir noch kurz, ob noch eine Frage Jo, kommt. dann gehen wir nochmal gute Zeit. Ansonsten würde ich sagen, war es dann inhaltlich bisher, ne? Und wir lassen den Chat noch kurz offen. Und also, ich sage schon mal Tschüss aus der Moderation. Ja. Ja, von meiner Seite her dann auch möchte ich bedanken, dass Sie die Zeit gefunden haben, trotz wie im World als Konkurrenzveranstaltung oder Job oder kurze Mittagspause. Es sind ja schon über 12 Uhr durch. Jetzt, ne, denke mal, die Kantinen, die wir sofern sie überhaupt in der Firma sind oder doch zu Hause Frau schon wartet oder Mann, der Mittagessen mitwinkt, dann genießen Sie ihr Mittagessen. Vielleicht trifft man sich mal persönlich in einer oder anderen Schulung mit dabei oder auf einer Consulting-Thematik oder auch wie im World. Ja, bleiben Sie gesund und schon mal schönes Wochenende. Und wenn eine Frage im Chat loswerden möchte, das gerne auch bitte mit zu tun.